SmartSight ist die neueste Augenlaser-OP-Methode, welche seit 2020 auf dem Markt ist. iLaser als Schwind-EyeTech Solutions Referenzzentrum konnten diese Methode als einer der ersten weltweit anbieten. Im Vergleich zu anderen Methoden, welche zu der Gruppe der Lentikel-Extraktionsmethoden gehören, wird bei der SmartSight-Methode die Diagnostik mit dem Laser direkt verbunden. Das heißt, die Daten, die bei der Voruntersuchung aufgenommen werden, werden in den Laser reingespielt und basierend auf diesen Daten wird behandelt. Was bedeutet das? Wir haben eine exakte Zentrierung. Das heißt, wir zentrieren die Behandlung genau individuell auf den Patienten, auf den Punkt, durch welchen der Patient das Auge des Patienten schaut. Wir verwenden hier auch einen Eye-Tracker und das ist insbesondere wichtig bei der Korrektur der Hornhautverkrümmung. Das heißt, hier werden alle diese Prozesse automatisiert durchgeführt. Und alles, was automatisiert durchgeführt wird, durch den Computer kontrolliert wird, ist auch sehr präzise. Dadurch, dass der Eingriff minimal invasiv erfolgt, gibt es sehr viele Vorteile. Wir schneiden einen kleinen Lentikel aus dem Hornhautinneren raus. Wir haben eine minimale Wundheilung durch den 3 mm langen Schnitt an der Hornhautoberfläche. Das heißt, sie funktionieren direkt am nächsten Tag. Sie sehen am nächsten Tag bereits ziemlich gut, noch nicht perfekt. Das perfekte oder gute Sehen erfolgt erst nach einigen Tagen bis einigen Wochen. Der riesige Vorteil ist eine wesentlich geringere Trockenheit der Augen und die Lichtempfindlichkeit ist auch besser als bei den anderen Augenlasermethoden.